Ja, das ist wahrscheinlich, weil wir noch nicht ganz in der Liga sind. Das war unser erstes Spiel in der ersten Liga. Wenn wir uns aber weiter stetig steigern, im Training hart arbeiten, denke ich aber, dass wir auch noch die Punkte holen werden. Ja, ist ein langer Weg. Natürlich haben wir jetzt auch Verletzungspech gehabt. Kurz zwei Tage vorher ist Gietz Lilienfels mit Armbruch ausgefallen. Wir mussten natürlich die Abwehr ummodellieren und das ist natürlich auch wieder eine Kopfsache. Wir haben gekämpft, die Zuschauer waren super und ich denke, hier werden wir auch noch Punkte holen. Ja, vorausgesehen von dem Ergebnis, natürlich hätten wir heute lieber gewonnen. Ein Tor zu verlieren, okay, ich war stolz auf die Mannschaft trotzdem. Die Emotionen, Leidenschaft, die Wille, auch das Publikum, dem Umfeld, war ich sehr stolz. Was die heute gezeigt haben, war aller Ehrenswert. Und auf jeden Fall war das Spiel heute absolut erste Bundesliga würdig. Und jetzt wollen wir uns einfach weiter steigern. Aber am Anfang, erstes Spiel, sind das erste Mal einfach stolz. Also ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft heute. Ich weiß, was wir können und was uns auszeichnet. Wir haben eine schwierige Vorbereitung gehabt mit vielen Verletzten, mussten 3-4 Mal umstellen von konzeptionellen Sachen. Aber wir werden uns Spiel für Spiel steigern und ich glaube, in 2-3 Wochen gewinnen wir so ein Spiel wie heute. Ja, es ist immer so. Wir sind Aussteiger, wir müssen schnell lernen, wir müssen uns Respekt arbeiten. Wir werden hart an uns arbeiten, wir werden alles tun, was wir können, um in die Liga anzukommen. Als Auftaktspiel war das sicherlich heute okay, aber wir werden einige Rückschläge wie heute erleben müssen und müssen uns einfach weiterentwickeln und besser werden. Und vor allem in die Reife, die Abgeklärtheit und so weiter. Aber war ein Riesenschritt heute in die richtige Richtung. Was stimmt Sie positiv, dass Sie den Klassenerhalt schaffen? Alles, was wir heute gesehen, Kampf, Leidenschaft, Emotionen, Klugheit, ein bisschen Glück dazu, dann schaffen wir das. Das war ein hartes Stück Arbeit. Ja, auf jeden Fall. Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft, dass sie das geschafft hat, denn hier in Eisenach ist es natürlich sehr schwer zu gewinnen. Aber Hand aufs Herz, hätten Sie erwartet, dass es so schwer wird? Ja, wir haben ja schon in der Vorbereitung gegen Eisenach gespielt, das war mir schon klar. Und es war auch wichtig, dass wir aus den Situationen, wo das Spiel sich hätte drehen können, eben einfach die richtige Antwort gewusst haben. Das zeichnet meine Mannschaft oft aus und deshalb, glaube ich, haben wir auch verdient gewonnen. Ja, das ist ja normal im Spiel. Man macht Fehler und wenn man Fehler macht, machen die anderen Tore. Ich meine, das ist kein Geheimnis. Man kann nicht immer konstant spielen. Es ist ja natürlich auch so, dass wir haben im Augenblick einen etwas dezimierten Kader. Dadurch müssen alle 4 spielen und machen halt auch mal ein paar Fehler mehr. Wichtig ist, was dann passiert, dass wir das Spiel eben nicht zum Kippen haben lassen und gut gespielt haben. Und das war der richtige Weg. Ja. Das vielleicht ist ein bisschen zu viel, weil mit einem Tor gewinnen, das geht auch souveräner, aber am Ende, glaube ich, haben wir einfach die richtige Situation genutzt, um dann uns abzusetzen, was eben nicht mehr aufhaltbar war, außerdem sicheren 7-Meter-Schützen gehabt mit Vasco Ceballos, das ist gut. Nein, wir müssen erstmal Spiele gewinnen, das ist natürlich wichtig, um gut in die Saison zu kommen, das ist heute gelungen, dafür müssten wir alles geben. Da gibt es keine Möglichkeit, viel zu wechseln oder irgendwelche Leute zu schonen. Aber sicherlich müssen wir über die Saison anders planen, weil wir vielleicht einen anderen Schwerpunkt haben im Februar, März, aber auch das wissen wir ja noch nicht.